Mein Name ist Matthias Struwe und ich führe seit über 15 Jahren eine Praxis für natürliche Schmerztherapie und biologische Hausarztmedizin in Weilheim. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin mit ganzheitlich-naturheilkundlicher Ausbildung. Meine Kernkompetenz ist die natürliche Schmerztherapie und die biologische Hausarztmedizin. Meine natürliche Schmerztherapie beinhaltet im Wesentlichen die chinesische Körperakupunktur und die manuelle Therapie nach Liebscher und Bracht. Chemische Schmerzmittel werden bei mir äußerst selten eingesetzt und wenn, dann nur kurzfristig. Bei akuten Schmerzzuständen setze ich ganz häufig anthroposophische Schmerzinjektionen ein, die keinerlei Nebenwirkungen haben und sehr schnell wirken. Mein besonderes Anliegen in meiner Praxis ist und war es schon immer, mit nebenwirkungsfreien Methoden zu arbeiten. Und durch eine jahrelange Laufsportart bin ich letztendlich zu der manuellen Therapie nach Liebscher und Bracht gekommen. Ich hatte eine Sportverletzung, eine ziemlich hartnäckige, die mich 9 Monate lang gequält hat und mit natürlichen Hausmitteln nicht behandelbar war. Und ich bin dann zu Liebscher und Bracht gekommen. Und durch diese Methode bin ich sehr, sehr schnell schmerzfrei geworden. Das hat mich total verblüfft, das habe ich auch nicht erwartet. Deswegen habe ich die schmerztherapeutische Ausbildung absolviert und habe sie seitdem hier in meinen Praxisräumen integriert. Und das macht sehr viel Spaß und Freude, weil ich meinen Patienten sehr schnell die Schmerzen nehmen kann. Röntgenbilder, CT-Bilder, MRT-Bilder sind nicht alles. Man kann mit denen keine Schmerzen darstellen, man kann mit denen degenerative Veränderungen darstellen, man kann mit denen traumatische Verletzungen darstellen, aber keine Schmerzen. Und für mich ist wichtig, eine grundlegende Schmerzanamnese und eine Betrachtung des gesamten Bewegungsapparates, um eine gute Schmerztherapie durchführen zu können. Nach dem chinesischen Erklärungsmodell ist das so, dass durch das Setzen der Nadeln an definierten Akupunkturpunkten der freie Energiefluss wiederhergestellt wird. Und dadurch kann es sein, dass der Schmerz sofort reduziert ist. Man kann Endorphinausschüttungen messen, die deutlich erhöht sind nach einer Akupunktur. Man kann auch die Serotoninspiegel messen, die deutlich erhöht sind. Und man kann sehen, dass der Muskeltonus abfällt und dass der Schmerz dann auch unmittelbar reduziert sein kann. Ja, wenn die Endorphine steigen und der Serotoninspiegel steigt, dann sind das wesentliche Hormone, die zur Schmerzreduktion beitragen können, in der Wahrnehmung des Schmerzens insbesondere. Und dadurch sinkt für den Patienten der Schmerz. Die Wahrnehmung ist eine andere, nämlich der Schmerz wirkt nicht mehr so stark wahrgenommen. Und das ist eine unmittelbare Wirkung von Akupunktur. Nach der Theorie, nach Liebscher und Bracht, gehen wir davon aus, dass über 90% der Schmerzen am Bewegungsapparat myofaszial bedingt ist. Und das liegt daran, dass wir uns einfach zu wenig bewegen und zu viel sitzen. Was kann ich dagegen als Liebscher und Bracht-Therapeut machen? Ich drücke ganz spezielle Punkte am Körper, am Knochenbereich und kann die ganz schnell runterregulieren, die Schmerzen. Der Patient kann dazu noch Engpassdehnungsübungen machen und bestimmte Faszienrollenmassagen. Meine Vision als Arzt ist es, den Menschen wieder in den Mittelpunkt zu stellen und nicht irgendwelche Röntgenbilder oder Laborergebnisse. Ich möchte nebenwirkungsfrei behandeln und dabei die Körper, Seele, Geist mit integrieren. Ich arbeite in meiner Praxis nach dem Motto, so viel Naturheilkunde wie möglich und so viel Schulmedizin wie nötig und sinnvoll.